Grüß Herr Kagenbauer und herzlich willkommen zu unserem Stadtbus-Talk. Sie sind ja mit der S8 auf der Paradestrecke vom Zürcher Verkehrsverbund mit der höchsten Nachfrage auf Winterthur gekommen. Haben Sie einen Sitzplatz? Selbstverständlich, um diese Zeit ist das kein Problem. Ich glaube, das gilt in beide Richtungen. Im Stadtbus ist das genau so, darf ich Sie bitten? Merci. Franz Kagenbauer, fast mit einem bedauernden Unterton haben Sie mal gesagt, Sie können leider selbst die Stoßzeiten in jedem Passagier von der S-Bahn einen Stehplatz garantieren. Das gehört wahrscheinlich zu der Schattenseite von einer in der Schweiz beispiellosen Geschichte vom Zusammenschluss von verschiedenen Transportunternehmen. Der Verkehrsbund ist vor 24 Jahren gegründet worden, vereinigt alles, was sich bewegt im öffentlichen Verkehr, Schiff, Bergbahnen, Treibus und so weiter. Was ist denn eigentlich der Absicht gewesen, wo man mit dem politischen Leidensack verfolgt hat? Also die Aussage, die ich da mal gemacht habe, die ist nach wie vor hochaktuell. Vor allem, wenn ich daran denke, was am Morgen zwischen Winterthur und Zürich abgeht und läuft. Vor, ich würde sagen, 30 Jahren, wo der Zürcher Stimmbürger das Ja gesagt hat zum Ausbau von der S-Bahn, zum Bau, da sind fast 800 Millionen Franken sind investiert worden. Dort hat man gefunden, dass man nicht nur einfach möchte in die Bahn investieren, sondern wenn man schon so einen grossen Wurf macht, dass man eigentlich kommt, der Bevölkerung eine ganze Reisekette möchte anbieten. Man möchte also nicht nur die S-Bahn und die Bahn steuern, sondern man möchte eigentlich alle Verkehrsunternehmen mit ihrem Angebot möchte man miteinander koordinieren. Und das noch zu einem einheitlichen Tarif. Man mag sich schon fast nicht mehr daran erinnern, dass vor 25 Jahren da hat noch jedes Unternehmen, auch damals die Winterthur Verkehrsbetriebe, einen eigenen Tarif gehabt. Man hat für eine Reise hat man 2, 3, 4 verschiedene Billette hat man manchmal gebraucht. Das war dort die Absicht gewesen, da ein Dach über den öffentlichen Verkehr zu tun, nämlich mit dem Zürcher Verkehrsverbund, wo da für die strategische Führung des öffentlichen Verkehrs zuständig sein soll. Sie sagen, strategische Führung, ist dann der Verkehrsverbund ein Unternehmen oder nur ein koordinatives Element? Wir sind ein Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen vom Kanton Zürich und seinen 170 Gemeinden. Wir nicht nur koordinieren, sondern wir haben eigentlich alle Hebel in der Hand, um das Geschäft öffentlichen Verkehr zu führen. Wir finanzieren, wir setzen gegenüber dem Kunden den Preis fest. Wir sagen schlussendlich, welches das Fahrplan sind. Und wir sorgen für die ganze Refinanzierung. Immerhin erwirtschaften wir ein Defizit, nicht ein Gewinn. Da ist jetzt schon 350 Millionen Franken sein. Also wir sind auch für die Refinanzierung von dem stattlichen Betrag hier im Kanton Zürich sind wir verantwortlich. Also eben, wenn man fragt, wie sich der Verkehrsverbund finanziert, muss man sagen, dass 2/3 der Einnahmen ja von den Konsumenten stammen. Und ein Drittel kommt aber von einer anderen Seite. Wo will er denn? Also es ist so, wir sind durch die öffentliche Hand, das ist im Kanton Zürich, ist das der Kanton. Der putzt vorweg die Hälfte des Defizites weg und die andere Hälfte, die wird nach einem ausgeklügelten Schlüssel wird die unter den Gemeinden verteilt. Die Refinanzierung erfolgt schlank. Da haben wir eigentlich die letzten 24 Jahre nie ein Problem gehabt. Das soll ja auch etwas heissen. Genau. Wenn man den Verkehrsverbund anschaut, der sollte einen Haufen Interessen berücksichtigen, wie ist denn eigentlich die Kompetenzverteilung? Wenn ja der Kanton, sogar der Bund, Gemeinden zur Mitfinanzierung beitragen, was haben sie dann auch noch für Kompetenzen in dem Verbund? Ja. Also überall im Staat, ja, schlussendlich der Bund, der Konzessionen erteilt den Unternehmungen. Er hat ein
Personenbeförderungsgesetz. Dort sind so die Grundzüge vom öffentlichen Regionalverkehr sind dort geregelt. Ja, das Gleiche da, haben wir ja auch in der Kantonsverfassung. Daneben haben wir im Kanton Zürich haben wir seit dem 88 genau. ein praktisch unverändertes Gesetz, wo die Kompetenzen innerhalb des Kantons Zürich geregelt sind. Also Kompetenz vom Verkehrsverbund, Kompetenz von den Unternehmungen, nicht zuletzt aber Kompetenzen vom Kanton, vom Parlament und von den 170 Gemeinden. Seit 16 Jahren führen Sie jetzt als Direktor den Zürcher Verkehrsverbund. Sie sind Jurist, aber auch ein gewiegter Strateg. Wie bringen Sie denn das, was bereits besteht, die Gegebenheiten von einer SBB beispielsweise, unter den gleichen Hut wie die Interessen von Gemeinden und vom Kanton und von den Transportunternehmen? Also sicher einer der grossen Erfolgsfaktoren ist die gesetzliche, die klare gesetzliche Regelung, die wir im Kanton Zürich haben, die eigentlich klar festlegt, wer dann in diesem Geschäft was zu sagen hat. Wir sind im öffentlichen Verkehr immer sehr langfristigen Geschäft. Wenn Sie an die Schiene denken, an den Ausbau von der Bahn, da brauchen grosse Projekte brauchen 10, 15 Jahre, bis sie realisiert wird. Also da muss man ziemlich weit vorausschauen. Und wir haben die Instrumente, nämlich dass der Kantonsrat Strategie vom ZVV mittel-, aber auch langfristig festlegt. Und damit ist man natürlich in dem Spiel Unternehmung, Politik, wo man das dann schlussendlich miteinander aushandeln muss. Heutzutage ist es schon so, dass die SBB eigentlich in der ausführenden Position ist. Gerade hier im Kanton Zürich haben wir eigentlich eine sehr lange Tradition, dass die SBB eigentlich auf Anregung, Bestellung schlussendlich auch vom Kanton Zürich die Infrastruktur für die S-Bahn dann dort ausbauen. Es gibt natürlich einen Haufen andere Unternehmungen, Schifffahrt, aber auch beispielsweise der Stadtbus Winterthur, der bald 120 Jahre alt wird. Was hat der noch für eine unternehmerische Freiheit in diesem doch dichten Verbund? Ja, also die Unternehmen sind nach wie vor selbstständig. Die haben ihr eigenes Personal, sie haben ihre Betriebsmittel. Sie werden von uns beauftragt. Sie werden von uns beauftragt, die Fahrpläne zu erstellen, das Angebot mit den Gemeinden auch zu diskutieren in den regionalen Verkehrskonferenzen. Sie sind auch für die lokale Vermarktung für ihr Angebot zuständig. In unserer Sicht haben die vor allem die 8 marktverantwortlichen Unternehmungen, wozu auch der Stadtbus gehört, eine sehr, sehr wichtige Stellung im ZVV. Das sind eigentlich unsere engsten Partner. Das Jahr hat ja ein paar Highlights gebracht für den Verkehrsverbund. Welche sind für Sie die wichtigsten gewesen? Ja, es gibt also einen Spitzenreiter, einen einsamen Spitzenreiter, muss ich sagen. Das war die Eröffnung der Durchmesserlinie gewesen, mit dem neuen Durchgangsbahnhof Löwenstrasse. Da ist auch der Kanton Zürich. Ist der Initiator von dem Ausbau. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Herzblut in das Projekt investiert. Nicht jetzt bauseitig, aber um die ganze Finanzierung können sicherzustellen und zu schauen, dass das dann auch wirklich realisiert wird. Aber dabei bleibt es ja nicht. Es gibt noch weitere Etappen. Und sogar wir Winterthurer können 2018 hoffentlich davon profitieren, wenn die Kapazität auf der Strecke von Zürich-Winterthur oder Winterthur-Zürich erhöht wird. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, also das wird im Jahr 2018 dann schlussendlich die dritte Etappe sein von der vierten Teilergänzung. Das wird dort ein verbessertes Angebot geben zwischen Zürich und Winterthur. Wir rechnen damit, dass man dann etwa 18 Züge pro Stunde und Richtung
zwischen Zürich und Winterthur könnt, verkehren lassen, integrale Viertelstundentakt, dann den ganzen Tag ja. durch, dann sicher auch in der Region aus dem Döstal, aber auch im Stammtal. Der Sinfis Döstal, wo ja ein Schnellzug soll sein. Sepp sollte ja dann auch noch kommen, ist auch ein Thema, aber sicher, dass im Döstal, aber auch im Stammtal dann der lange ersehnte auch durchgehende Halbstundentakt kann fahren werden. Wird dann die S11 zurücken oder in Remis Müritzell halten? Das ist natürlich ein grosser Wunsch ja. von diesen Gemeinden. Wir haben gesagt, wir führen das Angebot jetzt ein. Wir schauen, wie stabil dass sich die Fahrpläne präsentieren. Jeder Halt braucht Zeit. Die Fahrpläne sind relativ eng. Das muss eingebettet sein, das gesamte Netz. Wir haben den Gemeinden aber in Aussicht gestellt, dass wir Erfahrungen werden sammeln und bereit sind, wenn sich da Reserven zeigen sollten, dann nach einem Jahr, zwei Betrieb, dass wir dann wieder mit ihnen ins Gespräch kommen zur Einführung dann oder vom Erhalt in Rikon oder in Remispiel. Ob dann gerade beides möglich ist, das es sieht schon mal nach einem Kompromiss aus. Es sieht, und Gemeinden sind, glaube ich, im Moment da auch zufrieden, dass wir da wenigstens das Türchen jetzt aufgemacht haben. Wir stehen schon vor dem neuen Depot vom Stadtbus. Der wird jetzt nächstes Jahr 120 Jahre alt. Was wünschen Sie dem Jubilar für seine Zukunft? Stadtbus Winterthur ist ein geschätzter Partner im ZVV. Ich wünsche ihm für die Zukunft staufreie und unfallfreie Fahrt hier in Winterthur. Danke vielmals, Herr Kagenbauer, auch für das Gespräch. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dürfen sich auf meinen nächsten Gast freuen. Step, 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 step